Viele denken ja auch, okay, Fasten kann ich auch alleine, muss ich nichts machen. Und gerade wenn man keine Erfahrung im Fasten hat, dann besteht halt immer die Gefahr und jeder kennt das vielleicht. Hi Leute, heute gibt es ein ganz besonderes Video. Ich habe mich voll gefreut auf das Video. Ist nämlich ein sehr spannendes Thema, was, denke ich, viele von euch interessiert. Gerade wenn ihr am Fasten interessiert seid, dann ist es heute super spannend und ihr solltet unbedingt dranbleiben, weil Robin, den habe ich heute bei mir und Robin ist auch schon seit über einem halben Jahr mit dem Team und hilft da mit. Und er hat nämlich, weswegen ich ihn heute interviewen möchte, einmal hat er schon unglaublich viel Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, wirklich auch jetzt schon, vor 5 Jahren Vier hast du Jahre, so 4 bis 5 Jahre. ja, genau. Und Robin hat eben auch, war mal Fasten bei Lauren Lockman in Costa Rica. Genau. Und es ist ja auch eins der, ja, ist sogar eins der weltweit Absolut, keine größten. Frage. Auch das Fastencenter mit auch der meisten Erfahrung, gerade im Thema 21 Tage Fasten, 4 Wochen Fasten, 5 Wochen Fasten. Ja. Ja, genau. Und da wollte ich heute Robin mal ausführlich interviewen und ein bisschen fragen, weil ihr hattet das auch häufig gefragt, so. Ja, wie schaut es da aus bei Lauren Lockman mit dem Fasten? Und ich habe mir nämlich auch überlegt, also für mich war es auch so ein Ding, was ich wirklich mal gerne machen wollte, eventuell eben auch mal dorthin zu gehen. Und deshalb werde ich Robin genau die Fragen stellen, die vermutlich dich auch interessieren, wenn du da vielleicht auch mal vorhast, hinzugehen oder allgemein mal zu fasten. Also dann ist es auch spannend für dich, das Video einfach mal zu sehen, auf was muss man da beachten, weil viele denken ja auch, okay, Fasten kann ich auch alleine, muss ich nichts machen. Und gerade wenn man keine Erfahrung im Fasten hat, dann besteht halt immer die Gefahr, und jeder kennt es vielleicht, dass man halt wirklich die Organe schädigt, dass man es halt übertreibt am Anfang einmal und dann halt auch das Fastenbrechen ist so ein extrem kritischer Punkt. So. Arnold Ehret hat auch mal gesagt, ne, Ja. hier, Fasten kann jeder und das Fastenbrechen ist halt eine Kunst. So. Genau. Und gerade bei längeren Fasten, ich sag mal, wenn man mal einen Tag fastet, ne, oder 2 oder 3 Tage, dann ist es halt nicht so relevant, wie man da das Fasten bricht. Also es ist auch schon relevant und man sollte da nicht irgendwie mit rumspielen. Aber halt gerade bei 1, 2, 3 Wochen Wasserfasten, wo der Darm wirklich sich zusammenzieht und richtig viel alte Sachen rauskommen, wenn man da das Fasten falsch bricht und dann auch die Aufbautage nicht wirklich beachtet, was man isst, dann ist es da halt wirklich fatal und kann halt da auch, was weiß ich, zu einem Darmdurchbruch kommen, wo es halt auch mal lebensgefährlich werden kann oder halt, dass die Organe einfach extrem geschädigt werden, Leber, Nieren und ja, also das mal vorweg. Und wenn ihr auch mal Fragen habt, ansonsten noch, Robin macht eben da auch schon seit Jahren ja selber den Weg da. Und mit Rohkost, Muskelaufbau dann auch, macht viel Krafttraining selber, kommentiert das auch gerne mal drunter. Und jetzt wollte ich mal direkt einsteigen. Also nochmal schönen Dank, Robin, dass du alles mit uns teilst. Ja, vielen Dank auch, Tobi. Hi Leute von meiner Seite. Ich arbeite jetzt auch schon bereits seit über einem halben Jahr im Jung-Team, schneide unter anderem die Videos, mache auch da die Strategieberatung, gestalte Facebook-Posts und macht mir super Spaß, mit Tobi zusammen im Team zu arbeiten. Also jetzt seit 7, 8 Monaten und ja, super coole Zeit bisher gehabt. Ja, ich habe sehr viel Erfahrung auf dem Thema Gesundheit, Entgiftung, Fasten, Ernährung und gerade auch das Thema Muskelaufbau, Fitness. Damit habe ich mich auch sehr auseinandergesetzt, weil ich eben es auch sehr, sehr interessant finde, wenn man seinen Körper reinigen kann und trotzdem halt auch nicht allzu dünn wird, dass man es halt eine Möglichkeit findet, dass man seine Balance hat, dass man eben nicht zu stark reinigt, nicht übertreibt, sondern halt auch seine Balance findet und auch dann, wenn man auch gut gereinigt ist, auch wieder Muskeln aufbauen kann, Kraft gewinnen kann und zunehmen kann. Und gerade mit diesen Themen beschäftige ich mich sehr. Und da habe ich wirklich intensiv Erfahrung gesammelt in den letzten 4 bis 5 Jahren auf den Gebieten, also gerade Entgiftung, Gesundheit und Fasten. Genau. Und so, jetzt wollten wir ja mal zum Fasten kommen bei Lauren Lockman. Und ja, also was mich halt zum Beispiel besonders interessiert, Robin hatte mir vorab eben schon erzählt,
Er war jetzt 21 Tage warst du da, ne? Ich habe 21 Tage Wasser gefastet dort im Tanglewood Center in Costa Rica. Genau, und dann noch 7 Aufbautage, ne? 7 Refeeding-Tage, ganz genau. Genau. Und wie kann man sich das denn allgemein vorstellen? Jetzt erstmal, man bucht da ja am Anfang was und du kommst dann hin, hast dir noch einen Flug gebucht, ne? Ein Flug, der ist nicht im Preis enthalten, den muss man extra noch dazu zahlen. Und dann komme ich eben da an. Es waren 4 Wochen Aufenthalt, wie gesagt, 3 Wochen Wasserfasten und eine Woche davon war Refeeding. Ja. Genau. Und du kommst jetzt da an. Wie ist es mit Entlastungstagen dann? Hast du vorher dann schon leichter gegessen? Wird da was empfohlen? Wie war es dann? Hattest du ein Vorgespräch eigentlich, ganz bevor genau, du das also, dann gebucht hast? Also ich bin mit Ron Lockman bereits 2 bis 3 Monate vor dem Fasten in Kontakt getreten. Und wir haben dann auch Gespräche gemacht, 3 Stück davor bereits, und da haben wir schon Einzelgespräche, ganz genau. Ja. Und da haben wir dann schon meine aktuelle Situation angeschaut, was meine Ziele sind, meine Probleme, Herausforderungen. Und da hat das mich schon auch gezeigt, was dann alles stattfinden wird, wie das alles abläuft, ja. Und hat mich schon so eingeweist, auf was ich mich darauf einstellen muss und so weiter, wie dann die ganze Situation da sein wird. Und ja, war super nett mit ihm zu telefonieren. Hat er mich eingewiesen in alles. Ja. Und da war eigentlich alles schon klar. Und auch als ich dann vom Flughafen angekommen bin, am Tanglewood Center, wurde ich gleich gut aufgenommen, hatte einen Bungalow, ein eigenes Zimmer. Es war super Atmosphäre. Ich meine, es war mitten in einem Dschungel, in Permakultur Anbau auch noch mit integriert. Und ja, die Atmosphäre war einfach mega, mega entspannend und ja, es hat mir einfach, also ja genau, dieses ganze Urwald-Feeling, das hat mich einfach total so entspannt und war einfach super, gerade zur Fastbegleitung. Ja. Das ist sehr gut. Ja, es ist auch was ganz anderes, wenn man in diesem Umfeld fastet. Das kann man nicht vergleichen mit, ja. Mit der gewohnten Umgebung da, zu Hause. Noch dazu vielleicht im Alltag, also das ist ja auch so ein Punkt, ne? Wer jetzt Lauren Lockman zum Beispiel noch nicht kennt, er hat selber sich nochmal, genau, ganz wichtig eigentlich am Anfang, wer jetzt dazu gekommen ist und Lauren Lockman da noch gar keinen Eindruck hat, er hat selber halt mittlerweile fast 30 Jahre, wo er komplett rohköstlich sich ernährt, isst halt viel Früchte, vielleicht eine Papaya, so die Größe, und dann noch eine Wassermelone 2-mal am Tag, so Früchte, 1-2-mal in der Woche mal 1-2 Avocados oder einen leichten Blattsalat und hat einfach tausende von Menschen begleitet, ne, in den letzten Jahren. Über ja. 10.000 Wasserfasten hat er begleitet und er macht eben einmal im Tanglewood Center und dann coacht er noch weltweit über Skype, auch begleitende Skype Fasten-Sessions. Und also ich von meiner Seite habe mich für das Tanglewood Center entschieden, weil ich einfach da noch die Community mit drin habe. Also dieser Aspekt ist halt noch dabei und das ist halt auch sehr motivierend. Ja. Und dann braucht man nicht so viel Überwindung zu Hause. Und zu Hause hast du halt noch dein altes Umfeld. Und wenn du halt in einem neuen Umfeld bist, wo alle sich gegenseitig unterstützen, wo alle das Gleiche machen, ist es nochmal deutlich einfacher umzusetzen. Und auch, ja, man hat einfach ein viel besseres Gefühl. Man fühlt sich geborgener und ich meine, das war nicht nur das Fasten. Also ich meine, ich bin ja mitten im Urwald gewesen. Die Atmosphäre war super. Im Refeeding habe ich super lecker Früchte bekommen. Währenddessen war permanente Betreuung von Lauren Lockman, der war ständig um einen rum. Es gab tägliche Sessions, also tägliche Sitzungen, wo wir über alle Gesundheitsthemen gesprochen haben. Am Abend gab es Meditation, Yoga gemeinsam. Es gab ja auch Lesungen, also er hat auch aus guten Büchern vorgelesen. Und wir haben uns da verschiedene Meinungen angehört und haben uns gegenseitig ausgetauscht, wie wir dazu stehen. Und also richtig tiefe spirituelle Sachen kann man da auch besprechen. Und genau, also das war super. Also jetzt nicht nur das Fasten allein ist integriert, sondern halt vieles andere eben auch, vor allem die Community und die gute Umgebung. Ja, genau. Und das hieß jetzt, was hat er dir eigentlich am Anfang dann vorgeschlagen, wo du hingekommen bist? Jetzt so von Entlastungstagen hast du da... Genau, wegen Entlastungstagen, ganz genau. Ich persönlich habe davor schon zum Glück sehr viel Erfahrung und hineingesteckt und habe schon sehr viel experimentiert. Habe davor bereits 2 bis 3 Jahre mich sehr stark von Rohkost ernährt. Also ja. Nicht 100% die 2 bis 3 Jahre, aber halt schon in Richtung Entgiftung. Einfach in Richtung gesunde, vollwertige Ernährung und auch Phasen mit Rohkost. Auch schon selbst Fastenphasen von mal 2-3 Tagen und mal viel Säfte auch mal integriert und viel, viel wasserreiche Rohkost. Und deshalb bin ich da definitiv schon gut reingestartet und konnte deshalb das Wasserfasten noch besser durchziehen.
Was ich eben auch gemacht habe von der Entlastung her, ich habe direkt nochmal, ist auch eine gute Empfehlung, einen Einlauf davor gemacht, weil einfach der Darm dann auch noch leer ist. Das habe ich einfach für mich im Gefühl gehabt, das ist vielleicht keine schlechte Sache, wenn ich einfach meinen Darm mal voll entleere, bevor ich jetzt 3 Wochen gar nichts esse. Also ich habe wirklich 3 Wochen gar nichts gegessen, das 21 Tage und 7 Tage Refeeding. Und deswegen habe ich davor einen Einlauf gemacht. Und von den Entlastungen habe ich halt die Woche davor mich richtig fokussiert auf nur wasserreiche Rohkost und davor auch die Woche nur an Fettquellen eine Avocado gegessen. Also da habe ich echt nur eine Avocado noch in der Woche gegessen, ansonsten nur wasserreiches Obst, Melonen, Birnen und weiß ich sogar noch Äpfel und genau wasserreiches Obst und Gemüse. Ach cool. Und ja, ich fand es auch ganz spannend. Lauren Lockman ist da ja sehr, und das ist auch das, was ich am Anfang ja angesprochen hatte, ne? Er ist da wirklich, er hat halt die Erfahrung so, und wenn du da hingehst, du weißt halt, du stirbst da nicht irgendwie weg, weil mit dem Fasten kann man halt viel falsch machen, gerade bei, wie gesagt, so langen Fasten. Aber man kann halt unglaublich viel Regeneration damit auch erfahren. Und es geht halt da erstmal wirklich in die tiefen Schichten. Weil meistens ist es halt so, viele, die mal selber kurz fasten, so im Alltag oder so, da geht es halt an diese äußeren Schichten. Man verliert vielleicht ein bisschen Fett, das Gewebe so ein bisschen, aber es geht nicht an die Organe so richtig und auch an wirklich dann schon teilweise halt auch ja, genetischen Sachen und so weiter. Ja, an diese tiefe Regeneration geht es halt nicht so sehr ran. Und wenn man da die Begleitung hat, eher, ne, wie war's? Du hast ja auch alles erzählt hier, die Hydration vom Körper, er Ganz genau, also misst, er ja. misst regelmäßig gewisse Parameter. Einmal das Hydrationslevel, Gewicht wird verfolgt und dann Blutdruck täglich. Und er hat auch so eine spezielle Waage, die analysiert auch gewisse Komponenten vom Körper. Die weiß ich jetzt nicht genau auswendig, aber er hat auf jeden Fall so ein ganzes Tracking-Sheet auch, wo er dann alles genau einträgt für jeden einzelnen mit Faster. Und das ist halt super, man fühlt sich super betreut und jeden Tag, was noch viel wichtiger ist, überprüft er die nicht nur irgendwelche Werte, irgendwelche Parameter, sondern er schaut wirklich auf das Gefühl des Einzelnen, der dort ist, des einzelnen Fastendens und er geht da wirklich direkt auf die Situation ein. Und er kann halt wirklich aus Erfahrung sagen, was jetzt noch gut ist und was halt, wo man dann was machen sollte, wo man dann ein bisschen Vorkehrungen machen sollte, wieder mehr trinken oder mehr Ruhe oder jetzt vielleicht doch ein bisschen bewegen, Yoga. Und dabei hat er halt das in Erfahrung gebracht über die letzten Jahre, was da halt sich am besten erweist. Ja, und wie hat es denn dann, da hast du schon einen guten Punkt gesagt, wie hat es allgemein ausgeschaut? Bewegung, Trinken, ja, was, wie läuft so ein ganzer Tag ab, ne? Hattest du ja gemeint, Also so Sessions auch? Lauren Lockman, sein Mindset, was Fasten betrifft, ist es, umso weniger Energie du verbrauchst. In Form von einfach, wenn du jetzt dich viel bewegst, also das soll man alles einsparen. Also umso weniger Energie du verbrauchst, umso mehr Energie hat der Körper zur Verfügung, um in die Regeneration, Heilung und Entgiftung hineinzustecken. Das ist sein Mindset, da gehe ich auch total mit. Das ist ja auch logisch, dass wenn du den ganzen Tag dich auslaugst durch starke sportliche Tätigkeiten oder wenn du dich einfach auch die ganze Zeit ablenkst, dann kann dein Körper nicht so viel einfach in die Entgiftung hineinstecken und in die Regeneration. Und deshalb hat er uns eben dazu aufgefordert, beziehungsweise er hat sich gewünscht von uns allen, dass wir eben so möglichst viel unserem Körper diese Heilungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Und deshalb macht man schon größtenteils nichts. Also man redet schon noch mit den anderen Leuten, man trinkt viel Wasser, immer auch schlückchenweise, nicht viel auf einmal, sondern über den Tag genug Wasser. Und das waren dann schon am Tag, auf jeden Fall bei mir waren es 4 Liter. Manche trinken weniger, manche etwas mehr. Aber mir, aus meiner Erfahrung, hat er mir empfohlen, 4 Liter zu trinken. Und das halt stetig durch den Tag durch, damit der Körper immer genügend Wasser zur Verfügung hat, um eben die alten Giftstoffe, die Schlackenstoffe auch im Darm zu rehydrieren. Ja, Ja. also viel Wasser trinken kann man zusammenfassen, viel Ruhe und wenig Bewegung, am Tag vielleicht ein kleiner Spaziergang, aber was ich viel hatte, was auch super intensiv und tief war, waren eben die Unterhaltung mit den anderen Menschen, weil das alle sind Menschen sind, die auch in die gleiche Richtung denken und das war halt hat mich sehr gefreut, also dass ich diese Möglichkeit hatte während diesem Fasten. Und die Leute, sagst du auch so, ist ja sehr gemischt auch, ne? Sehr Also gemischt, ja. ja, es sind ja teilweise auch Leute, die sind irgendwie ganz am Anfang, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also die halt einfach noch gar keine Erfahrung mit großartig mit gesunder Ganz genau, Ernährung ja. haben, zum Beispiel, die halt dann wirklich durch eine Krankheit da reingestolpert sind und dann gemerkt haben, okay, ey, jetzt muss ich was machen und dann auch oft sehr extrem und viel fasten.
Genau. Also ich hatte auch, da waren noch starke Fleischesser dabei, die haben davor echt noch auch viel Fleisch gegessen, auch ein paar dicke. Aber auch jetzt welche, die schon sehr gut auf dem Weg waren, davor schon auch selbst schon im Tanglewood Center schon mal gefastet haben. Die waren nochmal da mit dabei, aber auch welche, die sich schon mit Entgiftung recht gut auskannten und trotzdem wieder herkamen, weil es einfach so gut ihnen gefallen hat. Aber wie gesagt, auch welche, die halt da noch nicht so viel Erfahrung haben und die auch dicker sind und auch noch einige Altlasten haben. Ja. Auch einer als Beispiel zu nennen war jemand auch dabei, der hatte Hautkrebs, oder nee, Blutkrebs, tut mir leid, Blutkrebs hatte er. Und genau, das hat sich dann auch während der kompletten Wasserfasten aufgelöst. Also das ist auch krass, das hat der Lauren Lockman wirklich, ich meine sogar über 90% Chance, gewisse Krebssorten, nicht alle, aber wirklich diese gewissen Krebssorten wirklich den Gar auszumachen, dass man die wirklich am Keim, an der Ursache eben beseitigt. Oder sagen wir mal, es ist einfach bei vielen verschwunden, die da waren und ja. Genau, keine Ahnung, was man da sagen darf. Genau, Versprechen darf man da keine machen. Ja. Und ist ja auch nicht so, man muss immer schauen, individuell, was da Sache ist. Ganz genau, ja. Ganz richtig, ja. Genau, und wie war es denn dann so vom, ja, einmal wurde dann jeden Tag auch mal wieder so gemessen, geschaut, wie du dich fühlst, ne? Ganz genau. Und mittags, hast du gemeint, waren immer so die Sessions, ne? Genau, mittags die Sessions und abends. Abends war eher so was Richtung geistig, mental und mittags war eher so auf körperlicher Ebene, da ging es um Ernährung, um Entgiftung, um, ja genau, um Fitness, ja. Ja, und bist du dann einfach immer hin, wer wollte oder wenn du da mal nicht hin bist? Also klar, keine Pflicht, aber man nutzt es natürlich, wenn man schon die Möglichkeit hat. Und es ist wahrscheinlich eh nicht viel, wenn man eh so, ja gut, wenn man halt gerade irgendwas Tieferes ausscheidet, dann ist natürlich, ne? Mhm. Aber ja, ansonsten nimmt man es wahrscheinlich, ne? Man ruht sich ja sonst eh nur aus und dann. Also man freut sich echt auf jede kleine bisschen was anderes, weil ich meine, man liegt da echt die ganze Zeit rum und manche Leute können da echt wahnsinnig werden, weil da kommen halt in dem Moment auch die ganzen Emotionen hoch, weil man zum ersten Mal wirklich sich damit beschäftigt. Man unterdrückt das nicht sein ganzes Leben lang, sondern jetzt hat man die Möglichkeit, jetzt isst man gar nichts mehr, der Körper hat so viel Energie plötzlich und man sitzt nur in seinem Zimmer mit geschlossenen Augen am besten noch und dann kommen halt wirklich die Sachen hoch, wie wirklich richtig heftig kommen Sachen hoch und das überfordert halt viele Leute. Und das ist meistens der schwierigste Part, diese emotionale Entgiftung, diese emotionale Verarbeitung, was man hier lernen muss. Und das ist halt schon krass, wenn man zum Beispiel nur 8 Stunden am Tag in einem Fleck sitzt und meditiert mit geschlossenen Augen, das geht dann schon sehr intensiv. Ja, das wollte ich gerade sagen, so, das ist auch der Punkt. Ne? Ich hatte es auch in einem Video von Lauren Lockman, er hat ganz viele, könnt ihr auch gerne mal auf seiner Webseite schauen, werde es auch mal unten drunter verlinken, ganz viele Testimonial-Videos, ganz viele Erfahrungsberichte von Leuten, die dort gefastet haben. Und da hatte ich von jemandem, der hatte Diabetes Typ 1 auch, war da zum Fasten, hat 21 Tage gefastet. So. Und der hat halt auch gesagt, so, emotional work, so diese emotionale Arbeit. Am Anfang kann das halt nur aus Büchern und jeder erzählt da immer und hat sich da viel informiert. Aber wenn man mal durch diese emotionalen Sachen durchgeht, dann weiß man, was emotionale Arbeit bedeutet, weil da kommt dann wirklich, und wenn man dann eben nicht davonläuft, ne, da kommt halt dann wirklich was hoch und da merkt man, dass das Arbeit ist. Und man kann nicht darüber reden, wie es ist, ein Haus zu bauen und 3 Tonnen Steine darüber auf den Haufen zu schleppen. So, da kann man vielleicht drüber reden und Theorien aufstellen, wie anstrengend das für einen ist. Aber am Ende, wenn du die Steine geschleppt hast, dann weißt du halt, was das für eine Arbeit ist. Und genauso ist es halt mit dieser emotionalen Arbeit. Und man bleibt halt, oder wie ging es dir da, dadurch, dass man ja sich auch vorher schon committed praktisch und diese Zustimmung gibt, ne, und dann auch in dieser Gruppe ein bisschen getragen wird und in dem Ort und diesen Raum und diese Zeit, die man sich geschaffen hat. Also wie ging es dir da? Ist wahrscheinlich leichter, als wenn man jetzt daheim mit den ganzen Ablenkungen... Absolut, gar keine Frage. Also in so einem Umfeld lässt es sich viel einfacher fassen. Durch das ganze Umfeld, die tägliche Unterstützung, viel, viel einfacher. Ich habe ja schon selbst zu Hause gefastet und da muss ich sagen, ist es viel, viel schwieriger. Allgemein, das sind überall Verführungen und man wird oft abgelenkt und es geht auch manchmal nicht so tief, weil man auch dadurch, durch die Ablenkung, auch viel, viel, viel Energie verliert, der Körper. Ja. Du hattest auch mal 9 Tage, ne? Ich hatte auch mal 9 Tage gefastet in Griechenland, das war auch sehr, sehr intensiv und da habe ich auch sehr viel geruht. Es war auch sehr, sehr kraftvoll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das empfehle ich keinem so, weil es viel, viel besser ist in einem Umfeld. Ja.
So, und was halt auch noch, denke ich, spannend ist für einige, die Lauren Lockman jetzt nur von Videos kennen, fand ich auch ganz interessant, was du mir von Lauren Lockman einfach erzählt hast. Also, wie war so dein Ersteindruck? Ich sag mal einfach auch, wo du angekommen bist, vom Fastencenter allgemein, hast du ja schon ein bisschen erzählt, aber auch dann eben von Lauren Lockman, so ist der Eindruck, wie du ihn kennengelernt hast, sei es jetzt auch Aussehen, viele sagen ja, er schaut sehr alt aus und. Genau, also ich habe den Lauren Lockman als sehr wirklich super sympathisch kennengelernt. Er wirkt jünger, fitter und agiler als jetzt auf seinen Videos. Also finde ich jetzt noch in Real Life. Also er wirkt dann noch viel fitter. Manche sagen ja, er sieht zu alt aus oder hat irgendwie keine Haare mehr und so weiter. Er hat auch den Haarausfall bereits schon gehabt, bevor er überhaupt sich damit beschäftigt hat. Bei ihm ging es schon mit 25 los, da hat er sich noch gar nicht mit der Ernährung beschäftigt. Und deshalb ist es vielleicht damals passiert. Aber ich kann wirklich sagen, dass er jünger wirkt in echt. Also das ist wirklich so meine Erfahrung und macht einen sehr agilen so Eindruck. Also super, super, super freundlich, super fit und mega, mega gut. Ja. Ja, ach cool. Und das Center so allgemein hast du ja auch gemeint, ne? Unterkünfte, also die Zimmer und so ist halt so europäischer Standard auch, oder? Ist Das ist das. super. Also Und dann Doppelzimmer, Moskitonetz warst halt, klar, falls da irgendwas ist, aber ich habe sonst wenige Moskitos getroffen, ja, und so weiter. Und was ich noch sagen kann bezüglich der Zimmer und wegen der Zeit dort, also wie gesagt, das war super von den Zimmern, es war alles mega gut, alles aus Holz, kein Kunststoff, gar nichts oder keine schädlichen Materialien, alles eben aus bestem Holz. Und was auch super war, alles das ganze Wasser, sei es jetzt was aus der Dusche rauskommt, das Klowasser, das Spülwasser, das Wasserhahnwasser, ist alles trinkbar, ist alles bestes Quellwasser, bestes hochqualitatives Quellwasser, das ist wirklich aus dem Berg. Und das war halt auch super. Wenn du sowas dir aufgebaut hast, wo du dein eigenes Wasser direkt so nutzen kannst, das ist halt top. Ja. Und ja, was ich jetzt noch sagen kann zu meinem Aufenthalt, ist, dass ich ein Unglück hatte. Im Sinn von Wetter. Also, es war sonst super. Ich habe ja auch gefastet und es hat mich nicht so stark gestört. Aber was ein bisschen ungemütlich war, ist, dass gerade zu der Zeit stark stürmisch war. Also, das war im Jahr 2017, als ich das Fasten gemacht habe, also vor knapp 3 Jahren. Und zwar war das so, dass ja, da ziemlich viel Regen war. Also, teilweise 24 Stunden am Tag nur Regen und das war etwas unangenehm. Am Ende hat es sich ein bisschen gelegt, aber wirklich teilweise hat es den ganzen Tag nur geregnet. Und das war halt ein bisschen, weil man halt während dem Fasten sowieso schon sehr verstärktes Kältegefühl hat. Man ist ein bisschen kälter halt, weil der Körper halt Energie sparen möchte, ganz klar, weil er ja die Energie für andere Prozesse möchte. Und das war halt ein bisschen schwieriger auf der Seite. Und deswegen ist es halt immer noch eine umso positive Erfahrung, dass ich so, wirklich so ein gutes Bild von dem Center habe, obwohl es halt so schlechtes Wetter hatte. Obwohl es so schlechtes Wetter war, habe ich so einen positiven Eindruck davon. Ja. Und es war halt zu der Zeit 2017, wo in den USA gerade dieser, ich weiß es nicht mehr genau, wie er hieß, auf jeden Fall ging da ein riesiger Sturm drüber und da gingen auch Flüge nicht und so weiter. Und das hat, da ist da gerade auch diesen Jahres 2017 über Costa Rica hinweg geweht. Und es hat uns da ein bisschen negativ beeinflusst, war ein bisschen schade, aber nicht so wild. Also wir hatten auch mal sonnige Tage, nur ein paar Tage, die waren halt recht verstürmt und regnerisch. Ja, genau. Ja, ach cool. Und Refeeding, ne? Hat er dir ja dann auch einen klaren Plan vorgegeben? Fastenbrechen, wie war das für dich? Genau, also ich hatte die Möglichkeit zwischen drei Optionen zu wählen beim Refeeding. Es gab einmal Kokoswasser, Ja. Wassermelone und Papaya. Diese drei Optionen gibt er mir zur Wahl, weil das drei sehr wasserreiche und sehr elektrolyt-, mineralstoffreiche Lebensmittel sind. Und die sind einfach das Beste, auch gerade vom Wassergehalt sind das halt die drei höchsten mit. Ja, also nochmal Kokoswasser, ne? Kokoswasser, Trinken also entweder, ne? Und genau, Papaya Papaya. und Wassermelone. Das sind Ja, die drei die Optionen, drei. die er eben herausgefunden hat. Das funktioniert einfach am besten. Und da konnte ich mir eben was aussuchen. Und ich habe mich für nichts zum Essen ausgesucht, sondern ich habe Kokoswasser genommen, was ich trinke. Dann kriegst du dann auch super serviert. Da gibt es eine Esskammer, beziehungsweise das nennen die Dining Room, halt ja ein Esszimmer, wo halt du dann sitzt und die Uhrzeit. Lauren Lockman sagt, da und die Uhrzeit darfst du rein. Und dann kriegst du entsprechendes geliefert nicht von Lauren Lockman selbst, der hat dann ein ganzes Team. Und die liefern dir immer alles genau in den Mengen, auch die für dich optimal sind, um die Uhrzeit. Ja. Und gerade das Fastenbrechen ist wirklich der Part, Tobi hat es ja am Anfang schon gesagt, wo die meisten Leute scheitern. Weil
Ja, jeder Trottel kann Fasten anfangen, aber es bedarf einer weisen Person, das Fasten richtig zu brechen. Das ist ein Sprichwort. Und das ist halt nochmal super, wenn du in so einem. Sehr klares Sprichwort. Was? Sehr klares Sprichwort. Ja, Sehr genau. direkt. Aber ist was dran, so, ja. Genau, also man muss schon sehr weise sein, um das Fasten korrekt zu brechen, weil gerade das ist der Punkt, wo die meisten Leute scheitern. Und er hat eben eine ganz spezielle Methode entwickelt, die er über die letzten 20 Jahre perfektioniert hat. Die und die Mengen, die er eben empfiehlt und die Uhrzeit erweisen sich als beste Option fürs Fastenbrechen, hat er eben herausgefunden. Und am Anfang ging es halt so los, eher häufiger und dafür kleine Portionen, weil es ist wirklich überhaupt nicht gut, wenn man das Fasten falsch spricht und auch zu viel auf einmal, also wenn man es gleich übertreibt, sondern man muss sich da wirklich langsam rantasten wieder. Und er hat eben so empfohlen, dass man eben fünfmal ganz kleine Mengen, also Kokoswasser hatte ich da teilweise nur so ein halbes Glas, fünfmal am Tag, das waren 150 Milliliter oder 200 Milliliter, fünfmal am Tag. Und da habe ich mich echt schon, das war schon fast zu viel, weil man echt, weil alles geschrumpft ist, die Organe ist alles ein bisschen zusammengezogen und dann sind auch noch Schlacken, die sich gelöst haben, die müssen erst beim Refeeding raus. Und bei einem Wasserfasten ist es auch so, dass nicht alle Schlacken während dem Fasten rauskommen. Oftmals ist es so, dass sich alles löst oder sehr viel, ein Großteil, aber dann dauert es erst über das Refeeding und dann noch bis sogar 6 Wochen hinaus, dann nach dem Fasten, bis dann alles wirklich abgeführt ist. Ja. Ja. Weil einfach dann wieder das Nahrungsmittel durch müssen mit dem Zellwasser, die es dann rehydrieren und ausleiten. Welche Uhrzeit ist denn das? Das würde mich auch mal interessieren. Das interessiert bestimmt euch auch. Welche Uhrzeit? Welche Uhrzeit das ist, weil du gemeint Das hast, Fastenbrechen? ja, was er da Das rausgefunden Fastenbrechen hat. war jetzt um 10 Uhr, ja. Um 10 Uhr war Okay. das. Und dann jede 2 Stunden so Also in den Toten. 150 bis 200 Milliliter. Ja. Und Ja. so, wenn man mit Wassermelone, hast du ja auch gemeint, sind vielleicht 50 Gramm am Anfang. Das ist so ein Das ist so ein ganz Stückchen, kleines Stück, ja, ne? ganz genau. Und man fängt da echt Ja. klein an und lieber häufig. Und dann im Laufe des Refeedings, also bei mir waren es 7 Tage, werden die Mahlzeiten größer, aber die Frequenz sinkt. Das bedeutet 5 Mahlzeiten am ersten Tag, dann am nächsten Tag nur noch 4. Und dann werden die einzelnen Mahlzeiten schon größer, dann am nächsten Tag auch 4, werden die Mahlzeiten schon etwas größer und dann geht es immer weiter runter. Am Ende ist man eben bei 2 bis 3 Mahlzeiten und die Mahlzeiten sind dann schon etwas größer. Aber selbst am letzten Tag des Refeedings isst man noch nicht die normalen Mengen, sind trotzdem Ah, noch okay. niedriger als normale Mengen, trotzdem noch Part des Refeedings. Ja. Ja. Und ihm ist halt, was er sehr, sehr Wert legt, ist, das eigene Körpergefühl zu entwickeln, dass man wirklich schaut, welche Mengen zu welcher Zeit tun mir gut. Und das ist halt wirklich ein sehr wichtiger Aspekt, den ich auch sehr an ihm schätze. Er schaut das nicht direkt nach irgendwelchen Nährwerttabellen und irgendwelchen Kalorien, sondern er geht wirklich nach dem Körpergefühl. Er sagt das auch nicht, du musst das essen, du musst jetzt die Papaya essen, sondern er gibt immer Optionen. Was möchtest du? Was sagt jetzt dein Körper? Was brauchst du jetzt? Hast du jetzt eher Lust auf Ananas oder Papaya oder Mango oder sonst was? Ja. Cool. Ja, das hört sich doch sehr sinnvoll und sehr gut an. Also ich finde es auch super spannend und ja, wollte da eben auch mal vielleicht nochmal hingehen, vielleicht dieses Jahr schon, je nachdem, was jetzt auch mit den ganzen Flugeinschränkungen ist. Und ja, was gibt's noch? Wenn ihr übrigens, ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn irgendwas dazu noch offen ist, dann kommentiert unbedingt unten drunter. Wenn ihr selber schon mal dort wart, schreibt es auch rein. Teilt gerne eure Erfahrungen, dass jeder, der da Interesse dran hat, da auch mal einen Einblick hat. Ist es was für einen vielleicht oder eben nicht? Und er macht ja auch immer, ne, über einen längeren Zeitraum so. Er macht eben nur Wasserfasten und immer mindestens, was ist das Minimum? Waren es sieben Also man Tage kann oder auch 7 Tage neun? machen, 7 Tage ist das Minimum. Aber was er eben empfiehlt, was sich am besten erwiesen hat, sind einfach diese 21 Tage bzw. 3 Wochen. Das ist wirklich ein Zustand oder eine Fastenlänge, die halt sehr, sehr empfehlenswert ist. Weil es ist halt wirklich so beim Fasten, es ist nicht so, man macht mal kurz einen Tag, dann mal da einen Tag, mal da einen Tag und dann hat man irgendwann seine 21 Tage, dass das den gleichen Effekt hat wie jetzt in 21 Tage am Stück. Es ist halt wirklich so, der Körper braucht, um dann in die tieferen Schichten zu kommen. Und das wird von Woche zu Woche wird es intensiver Genau. oder von Tag zu Tag. Und um da halt durchzubrechen in die nächsten Schichten, muss man halt diesen ganzen Prozess am Stück durchmachen, um halt da ganz tief reinzukommen. Ja, also vor allem auch, wenn man, also natürlich kommt es auch darauf an, was für Baustellen man hat Ja, körperlich, ganz genau, ja. aber dann halt auch, wie du halt auch schon sagst, bei den meisten ist es halt so, dass im Alltag so die Standardernährung, man braucht dann erstmal wieder
Also so ein normaler Allesesser braucht dann ein paar Tage, bis er überhaupt mal richtig in diesen Fastenmodus reinkommt. So, wenn man sich ansonsten besser ernährt und da eh schon ständig auf so einem höheren Entgiftungslevel ist, weil man einfach nicht so viel überisst, weil man viel Rohkost isst, Ganz viel genau, ja. unverarbeitet, dann kommt man schneller in diesen Effekt rein. Ganz genau, ja. Aber dass Prozesse sich mal abschließen können, gerade wenn da Leute eben, es gehen ja auch Leute hin, die eben Allesesser sind. Ja, die so richtig chronische Beschwerden haben, da ist es vor allem richtig Genau. krass gut, Ja, weil sonst fängst du immer mit dem Prozess an, du fängst an, eine Brücke zu bauen und dann reißt du sie wieder ein und ja, dann kommt man wieder in den Alltag und dann fängt man halt schon immer wieder von vorne ein bisschen an. Was Und auch ein sehr interessanter Aspekt ist, was auch ein Grund sein kann, so lange zu fasten, ist das Thema Gewichtsabnahme. Wenn es jemand Angst hat, er verliert zu viel Gewicht, natürlich verliert man ein gewisses Gewicht immer während dem Fasten, keine Frage. Vor allem, wenn der Körper noch nicht so gereinigt ist. Aber es ist tatsächlich so, dass umso länger man fastet, umso effizienter ist der Körper und umso weniger ist die Gewichtszunahme. Das heißt, wenn ich jetzt diese 3 Wochen gefastet habe, in der ersten Woche verliere ich am meisten Gewicht, dann in der zweiten Woche verliere ich weniger Gewicht, in der letzten Woche verliere ich so wenig Gewicht. Also in den letzten 7 Tagen habe ich quasi, ich meine, nur noch 1 Kilo verloren. Also das in ist 7 Tagen nichts ein essen, Kilo, ja, eben. genau. Und Ja. in der ersten Woche habe ich halt gleich 3, 4 Kilo verloren. In der zweiten Woche dann so 2, 3 und in der letzten ist mein Körper dann so effizient, nur noch 1 Kilo. Dann macht es ja gerade Sinn, weil man ja nicht mehr weiter abnimmt, weil man nicht mehr verliert. Warum nicht noch eine Woche dranhängen, wenn dann der Effekt halt noch viel hochpotenzierter ist von Resultaten her? Ja, Ja. definitiv. Ja, cool, mega spannend. Das war eigentlich das meiste so, was mich da interessieren würde. Also nochmal zum Thema Muskelaufbau, wenn ihr da interessiert seid, sehr gerne könnt ihr mich fragen, weil ich finde es halt ja, super spannend, dieses Thema Fitness, athletische Performance, auch diese Leistungsfähigkeit mit einer super gesunden Ernährung, das praktiziere ich auch für mich. Ja, und wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir gerne. Genau, also alles gerne unten drunter in die Kommentare. Und genau, allgemein ist ja auch zum Beispiel so, viele jetzt nochmal so abschließend sagen ja dann, ne, beim Fasten, oh, okay, kann ich ja auch, wie wir schon angesprochen haben, alleine daheim oder so. Und dann bezahle ich Geld dafür, dass ich nichts zu essen bekomme. Ja. So, und das ist halt, das kann man so nicht vergessen. Es geht dabei halt wirklich um den Heilungsprozess. Das, was man da gesundheitlich erfahren kann, was man da emotional, psychisch, diesen Rahmen, den man da hat. Und was man halt alleine wirklich kaputt machen kann, ist halt wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn man gerade solche langen Fasten, ne, ich sag mal, wenn man sich ganz vorsichtig mit intermittierenden Fasten selber seine Erfahrungen macht oder dann mal 1, 2 Tage fastet und das dann öfter macht, um dann die Erfahrung zu sammeln und dann langsam länger fastet, dann geht es. Aber wenn man direkt auch so 2, 3 Wochen macht, da ist es immer gut, eine Begleitung zu haben, jemand, der die Erfahrung hat, der dann auch weiß, okay, ich hatte schon 100 Leute, die hatten, was weiß ich, Diabetes, so. Ich weiß, wie die reagieren, ich weiß, wie das dann mit dem Zucker ausschaut und weiß dann da auch, was zu tun ist, ne? Also Diabetes, vor allem Typ 2, also gerade der Typ 2 ist halt das kann man sehr gut reversieren mit so einem Wasserfasten, also kann man sehr gut rückgängig machen. Die Chance ist nahezu über 90% bei Diabetes Typ 2, was Lauren Lockman so gesagt hat. Ja, genau. Ich hatte auch in dem Buch von Dr. hier Robert Morse gelesen, also Typ 2 hat er immer geschrieben, so mit einem guten Detox-Programm, in 3 bis 8 Wochen oder so sind halt irgendwie alle von, ja, müssen nichts mehr spritzen. Also sind halt seine Erfahrungswerte, die, genau. Und ja, also dementsprechend ist es halt so, diese Erfahrung ist halt, du kannst die gar nicht aufwiegen und bezahlen, weil am Ende, wenn du dich selber dabei kaputt machst in diesem Prozess, gerade wie du halt sagst, das Fastenbrechen, wenn man da nicht Bescheid weiß, wer Eret gelesen hat, auch, da gibt es sehr vorsichtig vorzugehen. Und ich hatte zum Beispiel mal von einem Video einen Erfahrungsbericht bei Lauren Lockman gesehen, ne? Und da hatte einer, oder hattest du mir das sogar erzählt, mit jemandem, der dann unbedingt größere Mengen essen wollte nach dem Fasten. Und dann hat er halt gesagt, okay, da musst du aber hier halt unterschreiben, ne? So, Ja, und ich dann hatte es hat dir er nicht doch, erzählt, aber ich kenne das Video, ja. dann hat er einen Darmdurchbruch gehabt, oder? Ja, genau. Und dann hat er halt gesagt, nee, er will jetzt, oh, er kann nicht mehr warten, er will jetzt mehr essen, ne? Hatte schon gebrochen, aber wollte halt dann mehr essen und dann hat er halt einen Darmdurchbruch gehabt. Und das ist halt wirklich nicht lustig so. Und da sollte man halt wirklich schauen, dass man da professionelle Begleitung hat, wenn man das so lange macht vor allem, ne? Kurze Fasten
kann man nochmal sich daran tasten, aber alles, was so über 3 Tage geht, würde ich mal sagen, würde ich sehr vorsichtig machen und ja, genau. Ja, Ja. das war es eigentlich soweit. Und wie gesagt, wir können gerne auch nochmal eine zweite Q&A-Runde dazu machen, so eine Antwort-Frage-Runde, falls da noch viele Fragen zusammenkommen dazu. Aber ansonsten auch gerne, ne? Und das Video, stellt da alles, was ihr da auf dem Herzen habt, was jetzt Sehr vielleicht noch gerne. nicht drin war, ne? Und ja, wir sind gespannt, was da kommt noch, wie euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt unbedingt einen Daumen nach oben, teilt es, damit es halt wirklich die Leute, denen es helfen könnte, mitbekommen. Und ja, lasst es uns wissen, gebt uns das Feedback, damit wir mehr solchen Content euch geben können. Und wie gesagt, Robin hat ja schon gemeint, meldet euch da auch mal, fragt ihn, wenn ihr da Fragen habt. Da können wir eben auch gerne ein Video zu machen, wenn euch das mehr interessiert, im Muskelaufbau, trotz dieser körperlichen Reinigung, trotz hohen Rohkostanteil, veganer, pflanzlicher, vollwertiger Ernährung, trotz der Entgiftung, dass man trotzdem eben wirklich gut in Fluss sein kann, sich den ganzen Tag bewegen kann und da auch Energie hat, nicht ständig essen muss und diesen Drang hat. Ja, genau. Hast du noch abschließende Worte? Ja, vielen Dank. Also für das Interview hat mir sehr Spaß gemacht, euch das auch mitzuteilen. Ich denke, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Klarheit geben über das Tanglewood Center. Ich kann es, wie gesagt, nochmal absolut empfehlen von meiner Seite her. Es war eine super geile Erfahrung und ja, war super. Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch noch abschließend fragen. So, kannst du es empfehlen und Ja, ich kann wirklich, es absolut ja. empfehlen, auf jeden Fall. Ja, cool. Genau, also wir verlinken es auch mal unten drunter und dann euch, ja, noch einen wunderschönen Tag Genau, und wunderschönen Tag. ja, bis dann, macht's gut und schreibt drunter, teilt das Video und macht's gut. Ciao. Ciao.